Hallo und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge Reveal Rabbit. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag, deswegen frohes Fest an alle, die zuschauen. Ich will euch heute GoPro Hero 4 Akkus vorstellen, und zwar die von Wicked Chili. Hier sind zwei Stück drin mit Ladegerät für 29,95 €. Habe ich auf Amazon gekauft und den Artikel auch hier unten verlinkt. Ich habe mich dafür entschieden, weil dieser Artikel viele gute Bewertungen hatte. Bin jetzt auch sehr gespannt, wie sich das Ganze hier schlägt. Ich muss dazu sagen, bei Akkus kann man sehr vieles falsch machen, wenn man nachgemachte bestellt, so wie hier die. Das sind keine originalen. Falsche Akkus oder gefälschte Akkus können euer Gerät zerstören, entladen sich viel zu schnell und sind auch viel schneller leer als die originalen. Deswegen werden wir, nachdem ich dieses Set hier ausgepackt habe, mal den originalen Akku, so wie hier den, voll aufladen und dann einfach mal die GoPro einmal mit diesem Akku und mit dem originalen laufen lassen, aufnehmen lassen und die Zeit dabei stoppen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich hier dieser Akku im Vergleich zum originalen schlägt. Vielleicht auch besser, ich weiß es nicht. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert und bin genauso gespannt wie ihr. Also sehen wir uns gleich beim Auspacken. Viel Spaß beim Zuschauen. So sieht die Verpackung von außen aus, mit dem Wicked Chili Aufdruck. Wenn wir hier auf die Seite drehen, steht was von Firma Tobias Schmetz, blabla Deutschland. Das weckt ein bisschen den Eindruck, als wäre es made in Germany. Ob es das wirklich ist, weiß ich nicht. Ich kenne diese Firma noch nicht. Wir schauen mal rein und ich denke mal, spätestens auf dem Akku wird uns der Aufdruck verraten, wo das Ganze überhaupt herkommt. 6 in 1 Set nennt sich das. Also haben wir wohl 6 Zubehörteile, die hier mit geliefert werden. Ich fange doch einfach mal an. So. Unboxing fertig. Nee, Spaß. Was haben wir denn hier? Eine Anleitung, die ich mal stark davon ausgehe. Ja, Sicherheitshinweise und so weiter. Ladegerät für Leon, bla bla bla. Okay. Ich leg das mal zur Seite. Das hier sieht aus, ja, steht schon dick und fett Akku drauf. Das sind die Akkus. Ich wollte noch schauen. Tobias Pro Series. Aha. Hier steht's. Made in China. Also China-Akkus. Aber heutzutage ist ja alles made in China, das hat nicht viel zu sagen. Die Hauptakkus gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal sehen, was hier noch so dabei ist. Ah, okay. Hier ist unser Netzteil. Ist ja geil, sieht 1:1 aus wie das vom iPhone. Finde ich cool. Es ist zwar nachgemacht, aber es ist cool. Steht auch Wicked Chili drauf. Kann man das überhaupt lesen? Ich denke ja. So vielleicht. Ja, ein bisschen näher halten. Wicked Chili und 1:1 wie der vom iPhone. Oder wie das vom iPhone. Als nächstes haben wir hier ein Kabel. Ein USB auf Micro-USB. Also das wird wahrscheinlich dann hier so reingesteckt. Einfach so. Hier haben wir ein Kfz-Ladegerät, ein USB-Kfz-Ladegerät. Das ist auch cool. Wir können unsere Akkus unterwegs laden, falls jemand dringend zu einem Dreh müsst und die Akkus noch nicht ganz geladen sind, könnt ihr das auch auf der Fahrt machen. Und das Gute ist wirklich, ich zeig's mal hier, das ist das Hauptstück. Könnt beide Akkus auf einmal laden. Ist das nicht cool? Das gucken wir uns gleich an. Ja, nichts Besonderes. Das ist einfach so ein Stecker mit LED-Anzeige fürs Auto zum Aufladen. Auch hier Wicked Chili. Alles mit deutscher Anschrift drauf. Ja, könnt euch das ja denken. Einfach hier reinstecken. Wow, ich habe beim ersten Mal 50-50 Chance, habe ich direkt getroffen. Okay, sehr cool, ne? Sieht so aus. Ich tue das mal zur Seite. Kommen wir zu dem Hauptstück hier. Was mir sofort auffällt, wir haben hier keinen Steckdosenstecker, sondern das muss alles über dieses Kabel hier laufen und dieses Netzteil hier. Also, ne, Moment. Ach doch, hier. Das kommt hier rein,
Und das kommt dann hier rein. Und dann können wir es so zu Hause laden. Die Anleitung brauche ich nicht. So sieht unser Ladegerät oder unsere Ladevorrichtung aus für zu Hause. Hier auch noch ein Wicked Chili Aufdruck mit einer LED-Anzeige, was für mich schon wichtig ist. Und parallel können wir auch von USB auf USB dann laden. Hier. Kommen wir mal zu den Akkus an sich. Sind ja zwei Stück, den Preis für 29,95 €. Also ist schon eine Menge dabei für das Geld. Also im Lieferumfang. Okay. Der Akku an sich sieht wirklich 1:1 aus wie der von der GoPro. Auch hier diese Lasche ist dabei. Wenn der Akku in der GoPro ist, zieht man hier dran raus. Hier auch ein Wicked Chili Aufdruck und wir haben 1160 mA. Hier sind die Connect-Stiftchen. Das kommt einfach hier so rein. Machen wir es zum zweiten Mal auch, um es besser zu zeigen. Ich räume mal hier die Verpackungen weg. Also beim originalen Akku, wenn wir in der GoPro drin laden, gibt GoPro etwa eine Ladezeit von 2 Stunden an. Ich bin gespannt, wie lange die hier brauchen. Die Akkus sind beide fest drin. Ja. Man hört leider kein Einrasten oder so, aber man spürt, da ist einfach kein Platz mehr, um weiter zu drücken. Und so sieht das aus und so können wir das dann auch laden. Ich habe mal zum Vergleich auch den GoPro Akku geholt und bis auf den Aufdruck sind die wirklich sehr identisch. Also die sehen wirklich 1:1 gleich aus. Hier diese Lasche, okay, ist hier jetzt in die Richtung. Bei der liegt es nach unten hin, hier nach oben hin. Beide Akkus haben eine Milliampere-Leistung von 1160 mA. Also er ist auf keinen Fall schwächer, was die Daten angeht. Was mir hier aufgefallen ist bei dem GoPro-Akku, der wird von Panasonic gebaut. Das ist für mich sehr ansprechend, weil ich auch gerade mit einer Panasonic-Kamera filme. Ich schätze Panasonic, also mir gefallen die Produkte von denen. Ansonsten ist er auch made in China, der sagt ja heutzutage gar nichts mehr aus. Nochmal von oben vergleichen. Die Teile sind wirklich winzig. Okay, hier ist es ein bisschen abgerundet, hier ist es kantiger. Aber ansonsten wirklich gleich. Beide dürfen eine Temperatur über 60 Grad nicht ausgesetzt werden. Das ist beim Originalen noch genauso. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob der hier, weil er ja oben abgerundet ist, auch in das Ladegerät passt, das von Wicked Chili geliefert wurde. Jo, sitzt, passt. Jetzt den. Hier ist natürlich besser gelöst, dass die Lasche nach hinten hin zeigt. Hier ist sie so. Da hat Wicked Chili sogar mitgedacht. Pluspunkt. Ich werde jetzt beide Akkus aufladen und danach testen wir doch wirklich, welcher länger durchhält. Vielleicht auch beide gleich lang, weil die Daten sind ja exakt die gleichen. Also bis gleich. So sieht es aus, wenn die beiden Akkus vollgeladen sind. Ich werde mit dem GoPro-Akku jetzt anfangen. Und dann schauen wir doch mal, wie lange sich die GoPro mit diesem Akku schlagen wird. Beide Kameras nehmen in Full HD auf mit 24 Bildern die Sekunde. Wie man auch am blauen Lämpchen gut sieht, ist auch das Wi-Fi aktiviert. Ich übertrage das Bild gleichzeitig auf mein Smartphone. Das frisst natürlich auch nochmal zusätzlich Strom. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ihr dann später sagt, oh, meine Kamera läuft hier viel länger. Das Wi-Fi verbraucht natürlich auch Batterie. Und jetzt bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie lange die Kameras denn laufen werden. So, nach dem Test des Wicked Chili Akkus bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es waren nur 10 Minuten weniger als beim Original.
Ja, es kann auch dran liegen, weil ich ihn vorher nicht entladen habe. Das bringt dem Akku auch nochmal so ein bisschen extra Leistung. Ich gehe auch stark davon aus, dass es beim nächsten Vollladen und Entladen nochmal ein bisschen stärker sein wird. Also für 29,95 für zwei Akkus, das lohnt sich. Ich habe die, wie gesagt, unten verlinkt. Wer lesen möchte, wie die sich bei anderen Leuten so geschlagen haben, könnt ihr in den Bewertungen nachlesen. Wie gesagt, sehr zufrieden. Ich habe schon Schlimmeres erlebt bei nachgemachten Akkus, zum Beispiel die von Sony für meine Schulterkamera, die ich habe. Da entlädt sich der Akku schon nach 2 Stunden vom Rumliegen. Also er hat deutlich an Leistung verloren, das war bei dem hier nicht so. Ich habe erst den GoPro-Akku getestet und der lag in der Zeit rum, die 1,5 Stunden, die der am Filmen war. Und wie man gesehen hat, ist er wirklich nicht schlechter als der originale und deswegen klare Kaufempfehlung. Abonniert meinen Kanal, stellt die Daumen nach oben, denn nächstes Video gibt es weiteres GoPro-Zubehör, die ganzen Saugnäpfe, Klebepads und was es da alles gibt. Ich habe mir so ein riesen Set bestellt, das werde ich live für euch auspacken und dann schauen wir zusammen, was dieses Set taugt, was es kostet und so weiter. Es liegt da hinten hinter der Kamera, aber ich werde es erst im nächsten Video zeigen. Also bis dann, ciao!